Oh, da ist ein alter Sack. Latin. Die Musik gefällt mir. Das sind ganz viele alte Säcke. Was ist denn da los? Alter, wie spreche ich denn eine alte Frau? Fremde Leute. Oh Gott, ich kann das nicht. Kann ich euch helfen? Was ist das hier für eine Stadt? Latin? Nun, unser Bürgermeister ist ein großartiger Mann. Er hat aus dieser Stadt einen wahrhaft wunderbaren Ort gemacht. Inwiefern großartig? Nun, seht ihr die Wachen? Er hat dafür gesorgt, dass wir ein paar zusätzliche haben, um uns gegen diese verfluchten Vampire zu schützen. Und er kümmert sich darum, dass wir immer genug zu essen haben. Wenn ich mein altes Headset angeschlossen hätte, da hätte ich einen Oma-Filter in meiner Soundkarte. Aber leider ist das hier USB, also müsste ich eine andere Software holen. Nun, Schutz und Nahrung sollten doch immer das Hauptanliegen eines Bürgermeisters sein. Zitze. Immer diese jungen Menschen, ihr solltet lernen, das zu schätzen, was ihr habt. In diesem Kampf gegen die verfluchten Vampire ist das, was wir hier haben, Gold wert. In der Tat, alte Frau. Da wollen wir mal hoffen, dass diese Stadt auch wirklich sicher ist. Aber natürlich. Ich habe vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten unserer Wachen. Wir werden sehen. Ja. Wie viele Partikel, das ist ja grafisch komplett übertrieben krass. So, was labert ihr da unten? Moment. Der war gerade davor bei dieser Ansprache von Nyria dabei. Hat der verstanden, Nevador? Wenn ihr mehr Getreide wollt, dann müsst auch ihr liefern. Meine Getreide gibt es nicht umsonst und die mickrigen Felder hier reichen lange nicht, um alle Bewohner satt zu bekommen. Aber eure Preise steigen von Jahr zu Jahr. Wir können das nicht mehr bezahlen. Tja, euer Pech. Ihr kennt meinen Preis. Entweder ihr findet einen Weg, mich glücklich zu machen, oder ihr lernt, was es bedeutet, wirklich Hunger zu haben. Aber wie soll ich das hinbekommen? Die letzten Jahre habt ihr es auch geschafft. Ich bin mir sicher, ihr findet einen Weg. Ich werde es versuchen, für Latin. Guter Mann. Ihr wisst ja, was ich will. Ich warte dann auf meinem Hof auf eure Lieferung. Entschuldigt, ich dringe mich schnell an euch vorbei. Ja. Irgendwie habe ich hier ein komisches Gefühl. Lasst uns mal mit dem Mann dort im Feld sprechen. Verflucht, wie soll ich das nur hinbekommen? Worum genau ging es in eurem Gespräch? Huch, wer seid ihr denn? Ach, egal, ihr solltet gehen, ihr könnt mir ohnehin nicht helfen. Wenn du uns nicht sagst, was los ist, stimmt das wohl. Also kurz und knapp gesagt, fehlt uns trotz eigenem Anbau eine Menge Getreide, um die nächsten Monate zu überstehen. Der größte Getreidehof in der Gegend wird von Paldorp geführt, den ihr gerade getroffen habt. Und der hat seine Preise so stark erhöht, dass ihr nicht mehr bezahlen könnt? Ja, so könnte man die Situation beschreiben. Sollen wir mit diesem Paldor mal sprechen? Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, aber gut tut, was ihr tun müsst. Langsam, wir müssen überhaupt nichts. Schon gar nicht dieser Stadt bei einem Getreideproblem zu helfen. Schon gut, das ist wirklich nicht eure Angelegenheit. Ganz genau. Wo ist denn der Hof dieses Paldor? Auf der Landzunge im Osten. Aber wie gesagt, das ist nicht euer Problem. Und genau deswegen gehen wir jetzt weiter.
Geliebter, hier ist irgendwas sehr, sehr seltsam an der ganzen Geschichte. Wir sollten das überprüfen. Ich denke, wir haben etwas Besseres zu tun. Allerhöchstens, wenn wir ohnehin in der Nähe dieses Hofes sind, können wir mal einen Blick darauf werfen. Aber eigentlich interessiert mich das Schicksal dieser Stadt nicht. Okay. Die coole Dynamik jetzt ist, dass wir dadurch, dass wir Aska und Valner in einer Party haben, jetzt beide roleplayen könnten. Das heißt, wir können jetzt bestimmen, wer das eigentliche Sagen hat. Weil sie sind ja beide jetzt sehr ausgeglichen von der Macht. Und keiner kann den anderen so wirklich kontrollieren. Interessant. Ich glaube, ich weiß nicht, was sinnvoll ist. Entweder erst einen schnelleren Run, wo man wirklich alles Aska-mäßig wegmetzelt und dann auf Menschlichkeit scheißt und solche Sidequests halt nicht macht, weil es irrelevant ist. Und dann einen zweiten Playthrough gründlich ist, oder ob man einfach direkt gründlich ist. Oder drei Playthroughs. Oder 12. Na gut, bevor wir jetzt hier irgendwen anreden, sollten wir die erstmal plündern. Das steht auf Nummer 1. Wieso hat der Typ Vampir-Etikette in seinem Regal? Hier ist das Buch Vampir-Etikette Band 8, die Waffenwahl. Ach, guck mal, jetzt weiß er auch davon. Aber das ist doch das mit dem Dolch, oder? Das haben wir doch schon mal gelesen. Ja, genau, der Dolch. Sehr gut, danke. Ich habe mich schon gewundert, wer das wohl war. Passiert nicht so oft, dass den jemand abonniert. Danke dafür. Meine Güte, wer hat euch denn reingelassen? Oh, Lord 3. Niemand, wir gehen immer genau dahin, wo wir wollen. Anti-autoritäre Erziehung, also, ich verstehe. Das erklärt euer ärmliches Aussehen und euren Mangel an Respekt gegenüber dem Eigentum fremder Person. Zumindest in Sachen Arroganz seid ihr uns sicherlich überlegen. Oh, Schätzchen. Ich bin euch noch in so vielen anderen Dingen überlegen. Schaut euch nur dieses herrliche Anwesen an. Oder vielleicht auch nicht. Vermutlich müsst ihr bei eurem erbärmlichen Status mit Diebstählen über Wasser halten. Ja, wir klauen auch alles gerade aus den Regalen. Schätzchen, so spricht man nicht mit meiner Geliebten. Ja, je. Was soll ich nur mit diesem Pöbel anstellen? Am besten, ich rufe gleich einmal die Wachen, damit die euch in den finsteren Kerker einsperren, den es gibt. Und mit welcher Begründung, dass wir mit euch gesprochen haben? Begründung? Schätzchen, ich brauche keine Begründung. Ich bin Lord 3, der reichste Bürger dieser Stadt. Wenn ich etwas will, wird es erfüllt. Aber darum, warum erkläre ich euch das überhaupt? Wir sollten lieber gehen, Aska. Eine Horde Wachen, die uns festnehmen wollen, brauchen wir wirklich nicht. Ja, geht und kommt nie wieder. Unfassbar, was sich der Pöbel heutzutage denkt. Ich sollte wirklich eine persönliche Wache engagieren. Ich glaube, den nehme ich gefangen später. Und wer ist er oder sie? Wenn wir... Guck mal, der hat nicht mal ein Y im Namen. Jo. Dann wünsche ich dir einen erholsamen Schlaf und dass du aufstehen kannst. Ich habe heute gestruggelt, um 7 Uhr aufzustehen. Oh je. Na ja, gut. Lord 3 hat keinen Besuch erwähnt. Das ist alt, oder? Lord 3 hat keinen Besuch erwähnt. Und in meinen Notizen finde ich auch keinen Hinweis darauf, dass sich Besuch angekündigt hat. Und wer bist du? Mein Name ist Venvir und ich unterstütze Lord 3 bei seinen täglichen Aufgaben. Ich löse seine Probleme, wenn ihr versteht.
Probleme? Was sind für welche? 03 ist der reichste Bürger dieser Stadt. Sein Einfluss ist sogar noch größer als der des Bürgermeisters. Was 03 möchte, wird auch umgesetzt. Wir haben zufällig von den Getreideproblemen der Stadt gehört. Warum zahlt 03 nicht einfach die Getreidelieferung, wenn er so unglaublich reich ist? Ist deswegen der reichste Bürger der Stadt, weil er verstanden hat, wie man richtig mit Geld umgeht. Und für die Kosten der Stadt aufzukommen, zeugt nicht gerade von einem weisen Umgang mit Privatvermögen. Stimmt, das würde ich auch so machen. Aber über die Steuern wird er vermutlich doch einen Großteil der Stadtausgaben direkt finanzieren, oder? Steuern? Ihr seid ganz offensichtlich nicht reich, denn ihr versteht nicht, dass Steuern zahlen denen obliegt, die keine Macht besitzen. Ja. 03 ist reich, weil er seine Macht einzusetzen weiß. 03 scheint ein Bürger zu sein, der sich herzlich um die Sorgen und Bedürfnisse anderer kümmert. Falls das ein Scherz sein sollte, lache ich vielleicht später darüber. Nun entschuldigt mich, ich muss mich weiter um die Finanzen und Probleme von Lord Rai kümmern. Ja, gut, ich meine, den kann man schon lassen. Ja, das kenne ich. Mal gucken, wie das morgen mit Aufstehen ist. Wobei, da muss ich auch spätestens um 10 in einem Meeting sein. Deswegen wird es hier auch nicht mehr allzu lange gehen. Aber, naja. Schauen wir mal, ist ja durchaus interessant. Weil ich glaube, ich Main Quest heute nicht mehr mache, sondern nur noch hier ein bisschen rum erforschen. Muss ja immer. Ach, da hat sie sich versteckt. Muss ja immer. Das ist ja ein Kind. Ihr seht seltsam aus. Warum? Normalerweise besuchen. Wieso? Ja, okay. Normalerweise besuchen uns nur sehr reiche Leute, mein Papa. Dein Papa ist auch sehr reich. Arme Leute dürfen meist gar nicht in dieses Haus. Hat euch Venere nicht aufgehalten? Warum sollte er? Nicht, dass er überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, uns aufzuhalten. Nun, ihr seht einfach arm aus. Und darum rede ich nicht mit euch. Papa sagt, von armen Leuten bekommt man schlimme Krankheiten, also geht jetzt, bevor ich anfange zu schreien. Du scheinst eine interessante Erziehung zu genießen. Schon gut, wir gehen ja. Kann ich Kinder auch fangen? Ja, wobei, die ist nicht selber schuld, die wird nur schlecht erzogen. Die Farbe der Vampire, haben wir auch schon gelernt, ist grau. Naja, ist okay. Nein. So. Dieses Quiz rocken wir. Hey, was gibt's denn hier zu holen? Ja, Jason, dann vielen Dank für deine Beteiligung. Und dann sehen wir uns. Uiuiui, noch ein Abschiedsgeschenk. Rafferö, sage ich immer. Cool. Danke fürs Einschalten auf jeden Fall. Da müssen wir unbedingt reinkommen. Jetzt ein Geheimgang. Und dann muss ich dem seinen Schlüssel stibitz. Oh! Was ist das denn für eine Sicherheitslücke hier? Ist da ein Quest-Item drin? Feuerringschild. Kommt her, ihr kleinen goldenen Münzen. 5000. Naja, besonders reich ist ja nicht 5000. Der Chester ist da. Grüß dich, Chester. Schöne Selbstankündigung. Gefällt mir. Jetzt fängt er auch noch an, zu der Challenge beizutragen. Unfassbar. Bald ist es soweit.
In ungefähr 2 oder 3 Wochen, vermutlich. Weil das wahrscheinlich ein Stream-Exclusive wird und nicht in YouTube, weil sonst müsste ich ja das ganze Layout ändern. Aber mal gucken. Mal gucken. So, wir haben jetzt in der Zwischenzeit so einen reichen Schnösel gefunden, den wir vielleicht mal gefangen nehmen, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Aber wer so schnöselig vor sich hin schnöselt, hat es nicht anders verdient. Das scheint so eine Art Aushang für Aufträge zu sein. Allerdings wurden alle Aufträge als erledigt gekennzeichnet von einem gewissen Guras, der Mitja. Mit. Noch nie von ihm gehört. Aber das bedeutet wohl in meinem Fall nicht wirklich etwas. Es ist zu viel passiert. So ist es, gehen wir weiter. Cool, dann gibt's jetzt hier so Witcher-mäßige Contract Boards. Ui, Filar. Filar mag ich. Filar in meinem Geldbeutel. Viel habe ich denn? 23.000, ja, easy. So. Wir sind gerade. Wow. Danke. Warum? Warum nicht? Also ich meine, also Feedback wäre natürlich konstruktives Feedback. Ist natürlich immer erwünscht. Vor allem bei solchen Aussagen, du Schlingel. Backen die hier so ein Drogenbrot? Wie im Zweier gab es so ein Bäcker, der hat irgendwie Koks in sein Brot gebacken oder so. Und der war sehr beliebt, der Bäcker. Ja, wenn du es noch nicht geguckt hast, dann solltest du das aber machen. Ja, ihr seid bestimmt wegen meiner gebackenen Köstlichkeiten hier. Herrlich frisches Brot, leckere Kuchen und meine ganz besondere leckere Kreation, Zimtschnecken. Geil, da kommen die also her. Die enthalten eine geheime Zutat, die besonders aromatisch ist. Zimt? Guck mal. Ich bin Aska. Nein, also doch, ja. Zimt ist natürlich in den Zimtschnecken enthalten, aber das ist nicht die geheime Zutat. Wollt ihr probieren? Nein, danke. Wir sind gerade nicht besonders hungrig. Kann ich euch denn mit ein paar nützlichen anderen Leckereien von meinen Backkünsten überzeugen? Was ist denn das jetzt für eine geheime Zutat? Nun, wenn ich euch das verraten würde, wäre es ja nicht mehr geheim, oder? Also ich will nicht sagen, dass ich das gerade eben predicted habe, aber das ist 100% Drogenbrot wieder. Schon gut, wir müssen das wirklich nicht wissen. Hast du vielleicht irgendwelche interessanten Gerüchte gehört? Als Bäckerin hast du bestimmt schon viel redselige Kundschaft, oder? Ja, durchaus. Angesichts der Kriegssituation erzählen mir viele Leute ihre Sorgen. Wobei mir die Geschichte von Valera am meisten ans Herz gegangen ist. Und die wäre: Die Arme wird von einem Vampir belästigt, aber nicht, weil der Vampir sie töten will, sondern weil er sie ebenfalls zu einer Untoten machen möchte, um sie dann zu heiraten. Haben wir das in der Sidequest? Wir haben in der Sidequest das doch gefördert, oder? Oder täusche ich mich da gerade? Ja, wir hörten bereits davon. Ach, guck. Sie ist nicht immer zu Hause, aus Angst von dem Vampir irgendwann erwischt zu werden. Trotz der ganzen Wachen hier in Latin. Aber vielleicht habt ihr hier Glück und ihr trefft sie in ihrem Haus. Wir werden sehen. Ich mag Räudiger. Abonniert Räudiger übrigens, auf jeden Fall. Bei dem gibt es ja auch tatsächlich Chess-Content. Aber verfeinert. Er hat den Chess-Content genommen und richtig räudig gemacht. So muss es nämlich sein.
Alchemistenfeuer, sehr schön. So, also wir erkunden jetzt noch diese Stadt zu Ende, würde ich sagen. Und dann ist es wahrscheinlich auch schon irgendwie 12:30. So, Mr. Waffenladen. Ha, Kundschaft, willkommen in meinem kleinen Geschäft und Trainingsraum. Du teilst dir das Haus mit einem Tränkehändler? Nun, ich habe ehrlich gesagt nicht genug Fehler, um mir einen eigenen Laden zu kaufen. Doch das ist nur eine Frage der Zeit. Solange verkaufe ich meine Waffen und Rüstungen. Hier, braucht ihr etwas? Ich brauche auf jeden Fall alles. Ich bin mir gar nicht sicher, welchen Channel du jetzt geteilt hast, aber ich bin sicher, es war der gute. Ach so, Deranium ist einfach das, was man als nächstes kriegt. Hol ich mir mal 2 Stück für Erlöhn. Den Säbel. Ja, brauche ich jetzt nicht. Verkaufen. Zeig mir mal lieber deine Rüstung. Vielleicht kann ich mich ja pimpen. +1, +1, das ist ja schon mal viel mehr als +0. Ausweichen 2%, aber Geschwindigkeit ist wichtig. Okay. Ich kaufe 2 Paar Schuhe. 2 Schilde. Das ist es mir ehrlich gesagt nicht wert, weil die Geschwindigkeit so gut ist. Und das bringt, glaube ich, keinen Nachteil. Deswegen 3. So. Optimieren. Feuerringschild. Ah, ja, okay. Interessant. Ich schaue mir jetzt dann trotzdem nochmal an, was denn der Unterschied jetzt ist. Ob das vielleicht andere Passiven hat? Nee. Okay, die Helme, die ich bis jetzt habe, die bringen gar nichts außer Defense. Heißt, ich verkaufe die jetzt alle. Naja, ich bin schon wieder da. Es ist mir egal was, ich will verkaufen. Rüstung. Silberrüstung brauche ich nicht mehr. Weg damit. Silberhelm brauche ich auch nicht mehr. Den brauche ich auch nicht mehr. Ja, mein Gott, das ist sowieso. Der Giftring, was macht denn der? Giftaure. Aha. Bin ich schon Level 30? Nee. Okay. Ui, was ist das denn hier? Oh nein. Ich habe einen Bug gefunden. Hier schreibt es auf. Das wird wahrscheinlich Folge Nummer, ich weiß auch nicht, seht ihr dann auf YouTube, aber lauter Bücher über die Rabensaga kenne ich definitiv nicht. So, was willst du jetzt? Ach, das ist der Tränkehändler, ne? Mürsel! Wie könnte mein Buch nur weitergehen? Du schreibst Bücher? Ja, ich bin der Mürsel und Autor der berühmten Rabensaga. Ich bin mir sicher, ihr habt davon schon gehört. Die Reihe ist ein riesiger Erfolg. Nein, kenne ich definitiv nicht. Dann vielleicht Rabenblut in dunkelster Nacht erwacht? Nein. Seltsam. Aber ihr könnt lesen, oder? Du gehörst zu den Menschen, die inständig hoffen, endlich ein Loch in den Bauch gestochen zu bekommen, was? Und schon geht es wieder los. Oh, bitte entschuldigt, ich wollte euch nicht verärgern.
Es gibt viele Menschen auf der Welt, die nicht lesen können. Das kommt häufiger vor, als ihr vielleicht denkt. Ich denke, die bevorzugte Literatur meines Geliebten liegt in einer anderen Richtung. Ah, ich verstehe. Nun, damit kann ich leider nicht dienen. Schon gut, das ist ja auch sein Problem, nicht deins. Hier bekommen gleich mehrere Personen einen zusätzlichen Bauchnabel. Ach, ist das schön. Diese Dialoge. Meisterwerk. Ich call's jetzt Game of the Year. Ich sehe schon an den Game Awards. Wenn die englische Version rauskommt, natürlich. Und die genauso gut ist. Ah, neue Kundschaft, willkommen in meinem kleinen Alchemiegeschäft. Darf ich euch etwas anbieten? Nein, darfst du nicht. Aber zeigt trotzdem. Warte mal. Ach, alle Verbündeten Heilpulver. Ach, Heilpulver ist wie ein Vampirstern, nur schwächer. Das ist gar nicht so doof. Ich hole mir noch ein paar Verbände. So. Aber der hat ja echt nicht viel Gutes. So, wie groß ist denn jetzt der Ort? Hier ist irgendein Turm. Da stehen irgendwelche Leute. Ich glaube, die Maps, die Orte sind auf jeden Fall größer als im zweiten Teil. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich überhaupt jetzt hier noch durchkomme heute. Muss ich gleich auch mal schauen, ab welchem Level diese ganzen Sidequests sind. Bitte entschuldigt, aber ihr habt darum nichts zu suchen. Es befinden sich keine Gefangene im Turm. Na schön. Ach, das ist ein Gefangenenturm? Hallo Fremde, falls ihr hier seid, um irgendwelche Verwandten in den Zellen zu besuchen, seid ihr zu spät. Der Bürgermeister hat bereits alle Gefangenen wegbringen lassen. Von welchen Zellen und Gefangenen sprecht ihr? Was ist das hier? Das hier ist der städtische Gefängnisturm und ich bin der zuständige Hauptmann. Ihr seid aber kein Soldat des Heiligen Kreuzzugs, oder? Nein, ich wurde nicht vom Kreuzzug ausgebildet, sondern vor Jahren von den städtischen Soldaten, die inzwischen alle tot sind. Zum Glück sind heute die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs hier und sorgen für Sicherheit. Und du kümmerst dich jetzt um um diesen Gefängnisturm? So ist es. Auch wenn ich meine Frau Cassandra und meine Tochter vermisse, mache ich meine Aufgabe hier sehr gerne. Denn sie ist wichtig in diesen äußerst schwierigen Zeiten. Wo befindet sich denn eure Familie? Nicht hier in dieser Stadt? Eigentlich schon, doch meine Tochter ist leider krank und wurde deshalb von meiner Frau nach Alatrin gebracht. Dort gibt es Behandlungsmöglichkeiten für meine Tochter. Dann hoffe ich, dass es eurer Tochter bald besser geht. Meine Tochter ist nicht tödlich erkrankt, aber trotzdem wollte ich sicherstellen, dass sie von Alchemisten behandelt wird, die ihr Handwerk verstehen. Ich sehe sie sicher bald wieder. Da bin ich mir sicher. Aber nun entschuldigt mich bitte, ich muss mich weiterhin um meine Dokumente kümmern. Ihr solltet jetzt gehen. In Ordnung. Na gut, dann gehe ich halt. Was verstecken die da oben vor mir, ist die Frage. Ja, nee, die Wache, die will ich jetzt nicht. Nee, nee. Okay, der Ort ist wirklich groß. Ja, gut. Ich mache mir mal ein Bild von dem ganzen Ding. Also hier geht's nur weiter. Tja, ich bin an der Wache vorbeigerannt und sie hat es nicht gecheckt. Hehe. Ich bin zu krass. Nice. Was ist denn hier oben? Ach, eine Wache. Okay. So, ein Haus. Irgendeine komische Gestalt. Noch ein Haus mit einer merkwürdigen Gestalt. Hier geht echt irgendwas vor. Hey, ihr da!
Ich kenne euch nicht. Kommt mal her, damit ich euch begutachten kann. Geh mir nicht auf den Sack, ich komme doch nicht zu dir. Sehe ich aus wie jemand, den du rumkommandieren kannst? Ich will für dich wirklich hoffen, dass dein Anliegen Relevanz für mich besitzt. Warum sollte ich zu dem gehen? Nee, nee. Ich mache mir jetzt erstmal hier ein Bild. Aber gut, es gibt vermutlich noch so 5-6 Häuser. Weiß nicht, ob ich durchkomme. Ich kenne euch nicht. Seid ihr nicht aus Latte? Das ist sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Weswegen? Meine Untersuchungen zeigen, dass sich hier in Latte ein Vampir aufhält. Ein Vampir? Das ist ja schrecklich. ja. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein Vampir, der hier heimlich unter den Menschen lebt und still und leise nachts das Blut der Einwohner aussaugt? Woher willst du wissen, dass sich hier ein Vampir aufhält? Solche Geschichten hört man doch immer wieder. Ein Vampir lebt versteckt als Lebenspartner mit einem Menschen zusammen, um nicht entdeckt zu werden. Und eines Tages dreht er dann durch. Backstory von Walner. Findest du das witzig, Astra? Ich fürchte, dass ihr damit recht habt. Ich habe eindeutige Anzeichen entdeckt, dass sich hier ein Vampir versteckt. Doch trotz meiner fundierten Ausbildung als Vampirjäger ist es mir noch nicht gelungen, ihn zu finden. Sehr fundierte Ausbildung, muss ich schon sagen. Was denn für eine Ausbildung? Nun, genau genommen habe ich alle Bücher über Vampire gelesen, die jemals geschrieben wurden. Damit habe ich ein umfangreiches Wissen darüber gesammelt, woran man Vampire erkennen kann. Ist das jetzt eine Anspielung auf Leute, die Arztserien schauen und denken, sie könnten Arzt sein oder so? Ja, das merkt man sofort. Aber trotz dessen ist es mir noch nicht gelungen, den Vampir zu finden. Vielleicht könnt ihr mir behilflich sein. Ihr seid nicht von hier und habt noch einen neutralen Blick auf alle Einwohner hier. Falls ihr den Vampir findet und mir einen Beweis seiner Existenz bringt, werde ich euch mit einem sehr seltenen Artefakt belohnen. Falls uns hier ein Vampir über den Weg läuft, schauen wir mal, was passiert. Danke. Ich warte dann hier auf euren Bericht. Ach, und noch was. Nachts ist hier inzwischen öfters ein melodisches Pfeifen zu hören. Bislang konnte ich noch nicht herausfinden, wer da pfeift. Wenn es der Vampir ist, könnte das musikalische Fähigkeiten hindeuten. Ob uns das weiterhilft? Wer weiß, jeder Ansatzpunkt könnte relevant sein. Ja, wenn du da so faul rumstehst, dann wirst du dem Vampir aber auch nicht näher kommen. Sag ich dir gleich. Ui, schon wieder irgendwie durch die Wand gerannt. Oh, guck mal. Überraschend gut getroffen, Elaine. Aha. Herr mit Halsband sogar. Das muss ganz neu sein, das Bild. Ja, in der Tat, das Gemälde hat etwas. Das nehmen wir mal lieber mit. Mir gefällt das Gefühl nicht, auf irgendwelchen Bildern angestarrt zu werden. Gemälde Nummer 1. Geil. Ja, das hängt jetzt irgendwo in unserem Schloss. Glaube ich. Ist das ein Kind? Die sieht aus wie eine Vampirkriegerin, nur in klein. Und ohne Vampirgewand. Turina. Ich vermisse Papa so sehr. Wo ist er denn? Er ist tot. Okay. Das ist wirklich schlimm. Tut mir leid zu hören. Ich hasse Kinder. Noch mehr hasse ich weinende Kinder. Also gehen wir lieber, bevor hier die nächsten Tränen kommen. Echt jetzt? Warte mal, ich kann sie halt wirklich auch gefangen nehmen, ne? Ich kann einfach Kinder versklaven in dem Spiel. Das Spiel ist so gut! Wahrscheinlich wird's dann irgendwie geblockt hier oder auf YouTube. Aber hey, das Spiel. Beste. So, was machst du da an dem Tisch? Kelsey. Mit einem Panda-Halsband.
interessant. Oh, wir bekommen nicht viel Besuch, seit mein geliebter Mann verstorben ist. Wie lange ist das her? Es ist dieser verdammte Krieg gegen die Vampire. Mein Mann war Soldat im Heiligen Kreuzzug, bis er vor etwa einem halben Jahr im Kampf gefallen ist. Das tut mir leid. In diesem Krieg gibt es unzählige Tote. Ich hoffe, ich kann mich und mein kleines Mädchen sicher durch den Winter bringen. Aber zum Glück haben wir einen Bürgermeister, der gut auf uns alle achtet. Ich will nicht wissen, wie viele Witwen und Waisen inzwischen auf dieser Welt leben. Wen interessiert das schon? Es gibt nur Zeit, dass es es wird nur Zeit, dass es endlich den richtigen Sieger gibt. Bitte geht, ich... Schon gut, wir lassen euch jetzt alleine. Jämmerlich. Jämmerlich bist nur du, Aska. Hauptsache, du vergießt jetzt nicht bei jeder Witwe Tränen allein, denn uns werden noch viele begegnen. Da siehst du, was du angerichtet hast. Kommt, wir gehen. Sonst werden auch die Wachen auf uns aufmerksam. Ja, hör mal auf, so rumzuzicken da die ganze Zeit. Das hilft doch nichts. Wir müssen hier zusammenarbeiten, Leute. Wir müssen hier gemeinsames Ziel. Hier, Aufgaben verteilen. Agile. So, ne? Oh, hallo, Fremde. Wenn ihr auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit seid, um euch von eurer Anreise zu erholen, dann geht in die Herberge hier in der Stadt. Danke für den Hinweis. Wir werden es in Betracht ziehen. Aber sprecht nur nicht mit diesem Sir Yannick. Er ist ein wenig verwirrt. Erzählt etwas von einem Nekromanten, der hier in der Nähe leben soll. Aber das ist natürlich Unsinn. Was macht euch da so sicher? Also bitte, ein Nekromant? Wenn es so jemanden hier in der Nähe der Stadt gäbe, hätte der Heilige Kreuzzug das Monster schon längst erledigt. Ist euch nicht aufgefallen, dass hier besonders viele Wachen positioniert sind? Doch, durchaus. Das verdanken wir unserem Bürgermeister. Er ist extrem darauf bedacht, dass wir geschützt sind. Ich weiß nicht, welchen Handel er mit diesem Heiligen Kreuzzug eingegangen ist, aber hier gibt es nun wirklich viele Wachen. Wobei ich unseren Bürgermeister schon lange nicht mehr gesehen habe. Er muss wohl in den letzten Wochen ganz besonders damit beschäftigt gewesen sein, für Latin zu sorgen. Na schön. Dann schauen wir uns mal weiter um. Pass auf, dass euch die Vampire nicht beißen. Okay. Also ist wahrscheinlich hat dieser eine Typ mit seinem Weizenmonopol die Macht ergriffen und der Bürgermeister lebt nicht mehr oder so ein Schmarrn. Ne, Theory Crafting ist meine Stärke. Vielleicht. Oder meine Schwäche. Wie viele Bilder die ganzen Leute haben. Die können gar nicht so arm sein. Bilder kosten auch mega viel. Ja, ist das Absicht, dass man das hier so... ne? Anscheinend gibt's da echt noch viele verbuggte Stellen. Aber gut, wie will das auch ein Dude alleine testen? Wie funktioniert das überhaupt, das hier? Naja, okay, egal. Was macht die denn da im Eck? Okay, ich dachte, die steht jetzt die ganze Zeit rum. What? Wie? Moment. Die hat ein bisschen rötliche Augen, aber eigentlich nicht ganz. Ah, Kundschaft. Wo tut es denn weh? Was? Uns tut nichts weh. Wie kommst du drauf? Oh, das ist aber schade. Ich bin eine reisende Zahnärztin. Ihr glaubt ja nicht, wie viele Leute inzwischen unter Zahnschmerzen leiden. Also meine Zähne sind bestens. Das sagen sie alle und eine Woche später kommen sie dann wieder, weil sie in einer Schlacht einen Zahn abgebrochen haben oder aber
der Apfel zu hart war. Ihr versteht schon. Danke, Mampfe, für die Zusammenfassung. Nun ja, aber eine Zahnärztin brauchen wir wirklich nicht. Sicher? Soll ich nicht auch einmal bei euch allen genauer nachschauen? Ich ziehe die Zähne auch nur, wenn es wirklich notwendig ist, versprochen. Ganz sicher. Deine Zähne sind zwar schön weiß, aber kann es sein, dass du Zahnfleischbluten hast? Ich habe da einen kleinen Blutfleck in der Lippe gesehen. Mit Zahnfleischbluten ist nicht zu spaßen. Dadurch verliert man früher oder später seine Beißerchen, also lasst mich besser einmal nachschauen. Na, wir gehen. Aber das ist die Gelegenheit, endlich deine Zähne ziehen zu lassen, Aska. Denk nochmal drüber nach. Halt dein verdammtes Maul, Kerl. Sonst verlierst du gleich deine Zähne. Ja. Puh, fast wären wir aufgeflogen. Das ist ja nochmal gut gelaufen. Sir Yannick. Oh, mit dem soll ich nicht reden, weil der so ein Verrückter ist. Verdammt, noch mehr Fremde hier. Ist das die richtige Begrüßung für Leute, die ungebeten in ein Zimmer spazieren? Ganz recht. Ihr seid völlig ungebeten hier. Wenn ihr nicht gleich geht, wird das Konsequenzen haben. Wobei, das ist eh bald alles egal. Warum? Der Winter ist nah. Okay. Der Winter ist nah und die Toten erheben sich aus ihren Gräbern. Wenn wir nichts tun, ist es hier ohnehin alles verloren. Hast du schlecht geträumt oder wovon redest du? Welche Toten stehen aus ihren Gräbern auf? Ihr habt nicht gesehen, was ich gesehen habe. Das kann niemand verstehen, der es nicht selbst beobachtet hat. Erst kamen die Vampire und jetzt folgt die Armee der Skelette. Nun, Vampire existieren, ja, aber eine Armee aus Skeletten? Skelette sind dumm, die können sich nicht selber organisieren. Ich schwöre es euch, ich habe es gesehen, unzählige von ihnen, in einem Wald nordwestlich der Stadt. Du hast es selbst gesehen? Vielleicht sollten wir uns das mal anschauen. Bring sie bloß nicht hierher. Ich habe gehört, sie fressen bevorzugt blaue Augen. Und ich will weder meine Augen noch mein Leben verlieren. Das wird ja immer abstruser. Nun, wir kommen wieder, sobald wir geklärt haben, was dort vor sich geht. Ja, ich frag mich, wo diese Quest wohl ihren Ursprung hat. Mensch. Die fressen blaue Augen, auch gut. Was sind die hier alle so gothic-mäßig gestylt? Also nicht, dass ich was dagegen hätte. Ungewöhnlich. Willkommen, liebe Gäste. Das hier ist das Gasthaus zum verwirrten Wanderer. Ja. Man muss ja nichts dazu sagen. Gasthaus zum verwirrten Wanderer. Sehr schön. Wollt ihr eine Übernachtung buchen oder mit unseren Köstlichkeiten euren Hunger stillen? Wenn jetzt keine Quote von Aska kommt, die irgendwas mit Hungerstillen zu tun hat, bin ich enttäuscht. Zum verwirrten Wanderer? Ist aber ein eher ungewöhnlicher Name. Nun, ehrlich gesagt, hieß es zeitweise sogar zum tödlichen Wanderer. Als unser Ziel war, vor allem den ganzen Vampirjägern eine Unkunft während ihre Jagd nach den Vampiren zu bieten. Doch die einzigen, die heute noch Vampire jagen, sind die Soldaten des Heiligen Kreuzzugs und der Dude an der Ecke. Alle anderen Vampirjäger sind in den letzten Jahren wohl von Vampiren getötet worden. Was für eine grausame Welt. Nun ja, wir haben uns daraufhin umbenannt, denn die wenigsten Leute reisen heute noch zwischen den Städten. Wer hier nach Latin kommt, ist daher entweder perfekt darin, nicht aufzufallen oder etwas verwirrt. Nun, wir sind dann vermutlich Ersteres. Du und unauffällig, Aska, willkommen.
dass wir hier ungestört sein können, liegt nur an meinen Fähigkeiten. Dein elendes Lechzen nach einem kleinen Lob ist erbärmlich, Wollner. Lob? Hast du den Verstand verloren? Ist ja gut, Kleiner. Lass jetzt mal die Erwachsenen reden. Der Kleine wird dir gleich mit seinem Schwert den Schädel spalten. Wenn ich euch zuhöre, seid ihr wohl doch eher die Kategorie verwirrt. Aber dann seid ihr hier umso mehr willkommen. Also, was darf ich euch Gutes tun? Danke, aber wir müssen dein Angebot abschlagen. Wir brauchen keine Unterkunft oder irgendwelche Nahrung. Zumindest keine, die ihr verkauft. Ha! Da ist es. Oh, na fein. Falls ihr es euch anders überlegt, sprecht mich einfach wieder an. Gut, machen wir nicht. Oh, es gibt mehrere Stockwerke. Wieso haben die hier eine Blutflasche? Ist das hier der Vampir? Hm? Menschen haben noch keine Blutflaschen rumstehen, oder? Habt ihr eine Blutflasche im Regal? Kiko. Der sieht auf jeden Fall shady aus. Ich meine, die Augen sind blau. Weil ich würde das ja erkennen als Vampir, oder? Ein Vampir erkennt doch einen anderen Vampir. Oder? Was wollt ihr von mir? Nun, eigentlich hören wir uns nur ein wenig um, was in dieser Stadt so vor sich geht. Und ich sehe so aus, als würde ich euch irgendwas erzählen. Also genau genommen siehst du irgendwie so aus, als hätten wir dich schon mal gesehen. Das könnte natürlich auch nur an deiner Kapuze liegen. Bist du ein Kind der Apokalypse? Was? Seid ihr etwa Vampire? Moment, was? Was ist, Selene, was ist das denn für eine Kackaussage? Du kannst doch jetzt nicht einfach sowas raushauen. Was soll ich denn jetzt sagen? Das ist doch kein Kind der Apokalypse, oder? Nee. Nee, wir sind keine Vampire. Gut. Dann lass mich wieder meiner eigentlichen Aufgabe nachgehen. Kann ich die Entscheidung ändern? Oh, vielleicht ist er doch wegen der Blutflasche. Naja. Moment. Ach, die pinke Augen, okay. Was geht denn hier überhaupt? What the? Und dann sagte ich zu ihm, das ist doch kein Problem, ich habe genug Kraut für uns beide dabei. Der war gut! Lass uns kurz zuhören, Geliebter. Na schön, wir können uns ja mal kurz hinsetzen. Jetzt geht's ab, Leute, Comedy! Und seht ihr hier meinen lieben Stanley? Er ist ein Schnabeltier. Unglaublich, was es auf dieser Welt gibt, oder? Wusstet ihr, dass diese Tiere Eier legen und Milch geben? Eier und Milch? Das perfekte Frühstückstier! Das ist so gut! Ich hoffe, ich übersteuere hier nicht. Eine Schildkröte kommt zu einem Soldaten des Heiligen Kreuzzugs und sagt, ich wurde gestern von einer Schnecke überfallen. Darauf der Soldat, wie ist das denn passiert? Antwortet die Schildkröte, kann ich nicht so genau sagen, es ist alles so furchtbar schnell gegangen. Sehr gut! Sagt ein Magier zu dem anderen, kannst du auch Menschen zerteilen? Sagt der andere, natürlich, meine Halbschwester kann es bezeugen. Die sind aber wirklich gut, Leute, da kann man nichts sagen. Ich komme aus dem Lachen gar nicht mehr raus. Nun, wovon lebt ein veganer Vampir? Von Blutorangen. Uiuiui. Kommt ein Vampir nachts auf einen Friedhof und trifft einen anderen Vampir, dessen Gesicht vollkommen blutverschmiert ist, sagt der eine Vampir zum anderen, wow, wie hast du denn das geschafft? Sagt der blutende Vampir,
Hast du die Mauer dort drüben gesehen? Ich nicht. Vorzüglicher Humor. Endlich gibt es diesen so finsteren Zeiten wirklich etwas zum Lachen. Was zum Teufel soll das hier sein? Offensichtlich brauchen die Menschen etwas Ablenkung von der permanenten Bedrohung durch die Vampire. Ich sollte hier alle sofort töten. Aber einen guten Witz habe ich noch. Diesmal handelt er auch nicht von einem Vampir. Glück für Sie, sonst hätte ich hier gleich meine tödliche Klinge vorgestellt. Sagt ein Vampir zu seinem Diener. Hä, Moment. Sagt ein Vampir zu seinem Diener. Denkst du, dass ich ein schlechter Meister bin, Arasul? Sagt der Diener. Ich heiße Tim. Was zum Teufel? Ganz ruhig, Aska. Die Leute hier wollen sich nur etwas amüsieren. Indem sie Vampire verunglimpfen, diese elenden Maden. Oh, okay, ein letzter Witz handelte doch noch. Der letzte Witz handelte doch noch von Vampiren. Ich kann es einfach nicht lassen. Aber nun zum Abschluss noch ein kleines Rätsel. Was hat eckige Fangzähne, fällt ab und an in Starre und liebt die Fläse. Ich mach das nochmal. Was hat eckige Fangzähne, fällt ab und zu in Starre und liebt die flüssige Grundlage alles Lebens. Okay, ich bin komplett. Ja. Mein Schnabeltier, toll, oder? Das ist wirklich verrückt. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen Anwesenden noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. So, die nehmen wir gefangen. In mir brodelt der unbändige Wunsch, jemanden zu töten. Wir sollten hier nicht auffallen, Aska. In der Stadt gibt es zu viele Wachen. Also ich fand die Witze echt ganz witzig. Wir sehen uns dann morgen, wertes Publikum. Ich freue mich auf euch. Wenn jetzt wirklich jeden, also wenn es Ingame-Tage gibt, Seelenkristall, wenn da wirklich jeden Tag eine neue Show wäre, das wäre richtig heftig. Game of the Year, ich sag's euch. Gut. Wie ist denn das? Machen wir jetzt hier einen Cut? Ne, wir reden jetzt erstmal noch mit ihr. Wir reden jetzt mit den ganzen Leuten und dann... Ich hoffe, euch hat meine kleine Vorstellung gefallen. Das war dermaßen unlustig, dass ich mich wirklich nach einer aufgeplatzten Hautschlagader sehne. Halsschlagader. Was sagt ihr da? Sprecht ihr Kritik immer auf solche Art und Weise aus? Schon gut. Er ist halt wie er ist. Und weiß es einfach nicht besser. Oh, in Ordnung. Dann bitte entschuldigt mich, ich warte nun auf die nächsten Gäste. Endlich gibt es in diesen so finsteren Zeiten wirklich was zum Lachen. Humor ist, wenn man trotzdem schreit. Was? Was? Wie meint ihr das? Nun, ich würde lachen, wenn du im Kampf dein Bein verlierst und anfängst zu schreien. Hör auf damit, Aska! Seid ihr aus irgendeinem Irrenhaus ausgebrochen? Lasst mich bloß in Ruhe. Ha, Alains Vergangenheit hat nichts damit zu tun, dass ich so bin, wie ich bin. Willst du schon wieder Streit, Aska? Noch ein Wort und du spürst meine Krallen, Aska. Spar dir deine hohlen Drohungen, Alain. Du kannst mir nichts tun. Also benimm dich auch entsprechend. Das war wirklich gut. Lustig wäre höchstens gewesen, wenn das Schnabeltier seine Besitzerin auf der Bühne aufgefressen hätte. Aska! Was? Wieso sagt ihr denn sowas? Weil es die Wahrheit ist, deshalb. Ja, bitte geht doch woanders hin, ja? Aska, lass das einfach sein. Ein kleines lustiges Blutbad ist wohl hier zu viel verlangt, was? Jo, das war wirklich sehr gut. Wir haben ganz offenbar einen sehr unterschiedlichen Sinn für Humor, alte Frau. Ach, mein Junge,
Wenn du in meinem Alter kommst, dann siehst du das Leben auch mit ganz anderen Augen. Das verspreche ich dir. Also genau genommen dürfte diese Frau deutlich jünger sein als du, Geliebter. Auch wieder wahr.